ich bin die Agathe. Ich möchte heute ein paar Dinge und Informationen geben übers Meditieren. Ich bin damit aufgewachsen, habe damit über die Jahre hinweg viele Erfahrungen gesammelt, war auch lange im Ausland, habe da viel lernen dürfen. Dann gibt es verschiedene Religionen und Kulturen, die auch meditieren. Und auch hier in der westlichen Welt wird es jetzt mehr und mehr angenommen und auch gefördert. Gerade bei Kindern oder Erwachsenen, die einfach sehr viel Stress im Alltag haben. Die Meditation soll helfen, uns wieder in einen Ruhezustand zu bringen, in einen inneren friedlichen Zustand, dass wir im Alltag, wenn wir dem Stress ausgeliefert sind, einfach mehr bei uns bleiben können, fokussiert und klar sein können. Ich möchte einfach ein paar Dinge zu verschiedenen Meditationen erklären. Welche Möglichkeiten ihr habt, welche Meditation für wen geeignet ist. Es ist für ein Kind nicht immer notwendig, zum Beispiel in eine Ruhemeditation zu gehen, gerade wenn es zum Beispiel 3 oder 4 Jahre alt ist. Sie werden jetzt wahrscheinlich, oder ihr werdet jetzt sagen, was, 3 Jahre alt, meditieren? Ja, alles ist möglich, es gibt alles hier auf dieser Erde, man muss halt immer gucken, für wen ist was geeignet. Ich möchte jetzt mit zum Beispiel mit der Ruhemeditation anfangen. Das heißt, es gibt die lebendige und ich nenne es lebendige Meditation und die ruhige Meditation. Die ruhige Meditation ist, dazu hocke ich mich hin. Ich kann auch im Bett liegen. Es wird empfohlen, dass man sich hinhockt, gerade aufrecht sitzt. Man sagt, beide Hände auf den Beinen, auf den Oberschenkeln abgelegt. Man kann aber auch die rechte Hand in die linke Hand legen oder im Schneidersitz dann den rechten Fuß über den linken Fuß und dann die Hand auf dem Schneidersitz platzieren oder eben auch ineinander legen, wo man die rechte in die linke Hand legt. Manche meditieren auch im Sitzen, wenn sie die beiden Hände auf der Brust liegend haben, bei dem Herzen. Es gibt Meditationen, wo man zum Beispiel liegt, bei geführten Meditationen. Also ich denke, das sind jetzt so im Groben die wichtigsten Sachen. Wie gesagt, ich bin hier, um Aufklärung zu betreiben. Ich bin nicht perfekt. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne nach unter www.aurena-agathe.de oder bei Facebook bei Aurena. Bei Skype könnt ihr mich erreichen unter agathe.fohler. Das wird aber alles nochmal eingeblendet. Genau. Ich bin ein bisschen nervös, aber es ist in Ordnung, denke ich mal. Ich möchte halt schauen, dass es auch wirklich zufriedenstellend für euch ist. Deswegen versuche ich das immer wieder im Kopf durchzugehen, dass ich natürlich alle Bereiche abdecke, dass für jeden etwas dabei ist. Also das ist zum Beginn. Man kann auch eine Kerze anzünden, was einfach noch die Atmosphäre angenehmer gestaltet oder im Hintergrund eine ruhige Musik, je nachdem, was das Ziel der Meditation ist, beziehungsweise was der Mensch braucht, um in die Ruhe zu kommen. Man kann natürlich auch eine Decke verwenden, manche friert sehr schnell, die wollen dann halt auch eine Decke haben. Ihr könnt auch ein Kissen nehmen, euch auf ein Kissen am Boden hocken. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich finde, man soll nicht immer auf Vorgaben und Richtlinien gehen, sondern wirklich für sich mal hineinfühlen und spüren und ausprobieren, vor allem ausprobieren, was einem am besten ist. Also was einem am besten gut tut und mit was man für sich am besten klarkommt. Es ist einfach nicht jeder wie der andere. Also es gibt so viele Unterschiede an Menschen. Genau. Bei der ruhigen Meditation gibt es zum Beispiel Techniken, bei der Atmung, man fixiert den Fokus, das Bewusstsein auf die Atmung, dass man ganz intensiv und fokussiert auf das Ein- und Ausatmen geht und da auch, weil man ja doch immer viele Gedanken hat. Das heißt, Meditation ist auch dazu da, die Gedanken in eine Ruhe zu bringen, in eine Stille oder sogar so weit zu gehen, dass ein leerer Raum entsteht, wo man dann einfach nur noch ist, wo einfach die Welt um uns herum, die Realität verschwindet und wir einfach nur noch in uns weilen, in einem Ruhezustand. Stress zeigt sich dadurch aus, dass wir unglaublich viele Gedanken haben, dass wir uns eingeengt fühlen. Gedanken können Ängste erzeugen. Wir haben angstmachende Gedanken, negative Gedanken und es ist
oft so, das ist, wenn man sagt, ja, das Ego tut uns nicht gut, das ist dann der Kopf, der Verstand. Meditation hilft uns aber auch, in die Ruhe zu gelangen und die guten, reinen Gedanken, die dann unser Intuitives sind, wieder in uns zu spüren und mit dem wieder in Verbindung zu kommen. Ja, wie gesagt, also es gibt die Atmung, auf die ich mich fokussieren kann. Ich kann auch beide Hände auf mein Herz legen, dann auf meinen Herzschlag gehen und schauen, ob ich den überhaupt wahrnehme, spüre oder höre. Ist natürlich ein inneres Hören, so laut ist ja der Herzschlag auch nicht. Ja, manchmal doch, wenn er sehr laut ist, dann hört man den beim anderen, so man merkt richtig bum bum. es gibt ein Mantra. Im Buddhismus oder im Hinduismus wird ganz viel gechantet, dann gibt es bestimmte Mantren. Man kann aus allem ein Mantra machen, zum Beispiel wenn ich sage, ich bin Liebe, dann ist das ein Mantra. Oder wenn ich sage, ich bin rein, ich fühle mich gut, das sind alles Mantren. Das sind Worte, die in uns einfach auch wieder einen Fokus setzen, was mir gerade im Moment wichtig ist. In verschiedenen Religionen ist mir aufgefallen, zum Beispiel bei der lebendigen Meditation, was oft über die Bewegung geht, zum Beispiel Yoga, ist eine lebendige, eine Bewegung, die stattfindet und es findet trotzdem eine Meditation statt. Es gibt bei den Afrikanern, die mit diesen Trommeltönen sich mit Mutter Erde verbinden, das ist auch eine Meditation, sie tanzen sich in Trance. Es gibt auch die Sufis, die Männer, die mit diesen großen Hüten und weißen Gewändern und die sich dann wirklich, ich weiß gar nicht, so stundenlang oder mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wenn nicht sogar einen ganzen Tag, ich weiß es nicht, da habe ich mich jetzt nicht genau informiert, auf jeden Fall machen sie es über eine lange Zeit hinweg, drehen die sich permanent im Kreis und dadurch gehen die in Trance und das ist auch eine Meditation. Es gibt auch die geführte Meditation, wo man eine CD anhören kann oder zu Meditationsgruppen geht und dort eine Person ist, die mit uns eine bildliche Geschichte, also uns vorliest und wir dann in dieser Geschichte sozusagen mitgehen. Also es kann eine Körperwanderung sein, dass ich in meinen Körper gehe, dass ich gezielt meine Hände spüre, meine Füße, meinen Kopf, meine Muskulatur, ob ich verspannt bin oder entspannt bin. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch im Alltag eine Tasse nehmen, wenn du deinen Kaffee trinkst oder wenn du deinen Tee trinkst oder ein Glas Wasser. Dann kannst du wirklich, das kennen bestimmt ganz viele in der Früh, wenn sie so müde sind und dann irgendwie die Augen gar nicht richtig aufkriegen und dann halten sie die Tasse in der Hand und dann starren sie entweder in die Luft oder die Tasse an. Und dann sagt das Gegenüber zu dir, hey, was machst du? Starrst du Löcher in die Luft? Das ist auch schon eine Meditation, weil du in einem sozusagen leeren Raum gerade bist. Das heißt, du bist nicht voller Gedanken, sondern du bist einfach, du hast dein Bewusstsein auf die Tasse oder auf das Gefühl oder eben auf dieses noch gar nicht Wachsein gerichtet. Das ist auch schon eine Meditation. Es gibt zum Beispiel, was ich empfehlen kann, wenn ich zum Beispiel Kinder, es gibt sehr viele Kinder, die auch jetzt schon im Alltag sehr viel Stress haben. Ich könnte mit dem Kind zum Beispiel, was ich mache, ich liebe Tanzen über alles. Ich bin ein Mensch, ich bin von Natur aus sehr ruhig. Und dann ist für mich eine Meditation, das Hinhocken, das ist dann für mich immer so, oh, da habe ich jetzt gar keine Lust. Dann sage ich, hey, ich mache die Musik auf und fange das Tanzen an. Und ich höre dann die Basstöne oder die ganz hohen Frequenzen, die sehr schnell sind. Und ich richte dann meinen Fokus auf eine bestimmte Schwingung, auf einen bestimmten Rhythmus in dieser Musik. Und dann schließe ich meine Augen und gehe mit diesem Rhythmus mit. Und das ist auch schon ein Meditieren. Also ich kann zum Beispiel mit einem Kind, und das verstehen die auch, das kann man mit denen erklären, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Musik nehme, entweder Trommeln, irgendwas Melodisches und dann mit dem Kind gemeinsam tanze. Aber so, dass jeder für sich in seiner Bewegung ist. Und das hilft dem Kind auch schon, in die Ruhe zu gehen, einen Fokus zu entwickeln, weil es in die Tiefe geht, durch die Musik, durch den Rhythmus. Es gibt auch für Kinder die Möglichkeit, dass man ihnen ein Mantra gibt. Das kann aus dem Buddhismus sein, aus dem Hinduismus, es kann einfach auch
euer ein persönliches Mantra sein, dass das Kind zum Beispiel das Wort ruhig nimmt oder Frieden. Und dann läuft es wirklich den Raum auf und ab und sagt immer wieder dieses Wort Frieden, Frieden, Frieden. Und es läuft und läuft und läuft auf und ab. Und dann kann man ja, also es gibt Möglichkeiten, dass man sagt, wenn das Kind 9 ist, macht man es 9 Minuten. Wenn das Kind 10 ist, macht man es 10 Minuten. Mit 11 Jahren 11 Minuten, bis man dann zum Beispiel 18 oder 20, bis 18 und dann macht man im Schnitt vielleicht 20 Minuten. Das sind alles Möglichkeiten, die euch offen sind. Ich habe festgestellt, dass wenn jemand sehr ruhig ist, von Natur aus, dann ist es gut, wenn er einfach in die Bewegung kommt. Zum Beispiel eben tanzen geht oder dann spazieren gehen. Spazieren gehen ist eine Möglichkeit, eine wunderbare Möglichkeit, sich aufzutanken, in die Ruhe zu kommen, einen klaren Verstand zu bekommen und dann wieder aufgeladen nach Hause zu gehen. Und da ist es auch wichtig, dass man wirklich in den Wald geht, ins Grüne, also nicht unbedingt an der Hauptstraße, sondern mit der Natur verbunden ist. Die Natur ist eins der wunderbarsten Möglichkeiten und Tools, um wieder in einen Ruhezustand zu bekommen, wo man sich auch rein und gut fühlt, wo die Gedanken einen nicht auffressen von innen heraus, sondern wo die Gedanken einem hilfreich zur Seite stehen. Ich überlege gerade noch, was ich euch noch erzählen könnte. Ich werde vielleicht einfach im nächsten Video mal in verschiedene Meditationen einzeln reingehen. Und was ich euch zum Abschluss sagen möchte, was ihr generell machen könnt im Alltag, wenn ihr aufsteht oder bevor ihr ins Bett geht, ihr könnt euch eine Kerze anzünden und ganz bewusst in die Kerze schauen. Dieses Licht erzeugt in uns Wärme, dieses Licht erzeugt in uns Helligkeit. Das heißt, dass dunkle Gedanken, die trübe sind und uns drücken, einfach wieder verschwinden und wir in uns wieder öffnen, wo wir uns freier fühlen. Also Gedanken und Energien können ganz viel ausmachen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel alle negativen Gedanken in die Flamme geben und euch vorstellen, wie die negativen Gedanken dort verbrannt werden. Oder das Gefühl, ich fühle mich klein oder ich fühle mich nicht so wohl in meiner Haut. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich werde mit euch jetzt eine kleine Übung machen. Und zwar, ihr könnt euch hinhocken, hinstellen, hinlegen, was ihr möchtet. Und dann schließt ihr eure Augen, atmet 3-mal tief ein und aus, durch die Nase ein. Schön im Bauch und durch den Mund wieder ausatmen. Das Ganze 3-mal. Und es ist wirklich wichtig beim Ausatmen mit leicht geöffnetem Mund, da komme ich nämlich nochmal in eine tiefere Ebene, wo ich von dem gestressten, lebendigen, aktiven einfach in eine Ruhe nochmal komme. Und das kann man immer wieder mal mehrmals am Tag machen. Das zweite ist, dass ich gehe davon aus, also wie gesagt, ich unterstütze keine Religion, meine Religion ist die Liebe. Das heißt, jeder hat seine eigene Religion und alles, was der Menschheit gut tut, was wir brauchen zum Leben, ist für mich unsere eigene Religion, unsere wahre Natur. Das zweite ist, dass, also ich gehe davon aus, dass jeder Mensch eine Seele hat, sonst würden wir nicht fühlen, sonst würden wir gewisse Dinge nicht wahrnehmen können. Dass ich ganz bewusst, und zwar wenn ich Stress habe, geht die Seele aus dem Körper hinaus, geschieht auch bei Traumen oder einfach Stresssituationen. Das merke ich daran, wenn ich zum Beispiel ein Wort nicht mehr klar aussprechen kann. Oder wenn die Sicht etwas getrübt ist oder ich mir schwer tue, mich wirklich zu konzentrieren. Da gibt es auch noch andere Techniken, die ich euch auch noch kurz erklären werde. Und zwar das eine ist, dass ihr bitte sagt, ich bitte dich, meine liebe Seele, komm ganz in meinen Körper. Dann wieder ein- und ausatmen, das sagt ihr 3-mal. Ich bitte dich, meine liebe Seele, komm ganz in meinen Körper. Ich bitte dich, meine liebe Seele, komm ganz in meinen Körper. Und dann müsstet ihr sofort spüren, dass sich vom Körpergefühl her schon was verändert hat. Das dritte ist, dass ihr ganz bewusst die Füße auf den Boden tut und dann sagt, ich bin geerdet mit Mutter Natur und mit Vater Himmel verbunden. Ich bin ein reiner Kanal, ich bin weit und ich bin geerdet und mit Vater Himmel verbunden, der mich führt. Genau.
Dann atmet ihr nochmal durch und dann müsstet ihr spüren, dass sich da schon was verändert, auch vom Herzschlag, wenn ihr den vorher nicht gespürt habt, dass ihr den jetzt eventuell wieder mehr spürt oder wahrnehmt. Es gibt eine Möglichkeit in der Kinesiologie, dass ihr zum Beispiel eine liegende 8, also immer von der Mitte ausgehend nach oben eine liegende 8, mit den Augen folgend nachgeht, nicht mit dem Kopf, nur mit den Augen. Und dann summt ihr eine Melodie und das macht ihr einfach eine Weile und dann zählt ihr von 10 rückwärts, 10, 9, 8, 7 und so weiter bis 0. Und wenn ihr diese Übung macht, vor allem mit Kindern, ist es sehr gut, wenn die sich gerade schwer tun, dass sie nichts mehr aufnehmen können. Wenn ihr im Büro sitzt und euch total schwer tut, einfach jetzt euer, wie sagt man denn da, euren Auftrag, was ihr gerade bekommen habt, zu erledigen, dann macht doch diese Übung. Es ist nämlich so, dass wenn wir Stress haben, eine Gehirnhälfte abschaltet. Dadurch ist unsere Sicht getrübt. Wir können manche Dinge nicht mehr klar aussprechen oder wir können Dinge nicht mehr aufnehmen. Ist dann oft so, dass dann die Raucher zum Beispiel eine Raucherpause nehmen oder man dann sagt, oh, ich gehe jetzt auf Toilette, ich wasche einfach die Hände mal kurz unter kaltem Wasser. Das sind lauter Tools und Tricks, also wie ich jetzt zum Beispiel sage, Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist auch alles eine Form der Meditation, wenn einfach das kalte Wasser über die Hände läuft, ja, dann kriege ich ein Gefühl, es wird ausgewaschen, das, was mich belastet. Also das sind nur so kleine Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt. Wenn ihr sonst irgendwelche Themen habt, Probleme oder irgendwas wissen wollt, dann meldet euch einfach. Ich freue mich sehr und ich werde jetzt schauen, dass ich regelmäßiger von mir berichte, von bestimmten Themen. Ciao!